alles ist bereit für ein weiteres fesselndes Rennen hier im Königreich Bahrain. In den vergangenen Jahren hat Ferrari hier auf dieser Strecke dominiert. Werden sie ihre Rekorde heute weiter ausbauen können? Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Albon, Sebastian Vettel und Leclerc, Ricciardo, Perez, Sainz und Lance Stroll, Norris, Ocon, Dani Quert und Gasly, Raikkonen, Grosjean, Kevin Magnussen und Mick Schumacher. Russell, Giovinazzi, Latifi und Becker. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know, it's been no easy road. But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I proved nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you still can take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away. Away from me. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life. But now all of you see, there's so much room for me. And I know you think I still can take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away. Away from me. And I know you think I still can take advantage.
spektakulärer Grand Prix in Bahrain wurde entschieden. Und das mit einer weltmeisterlichen Performance. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Durch dieses hervorragende Ergebnis sichert sich Sebastian Vettel die Spitzenposition in der Fahrerwertung. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das heute Becker. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.